möchte. Das ist doch schon mal ein super Intro, oder? Aber ich möchte sie trotzdem vorstellen. Die Spanierin Isabel Garcia, mit ihr sitze ich hier. Hallo Isabel. Hallo Heike. Ja, toll, ich freue mich sehr. Ich strahle dich so an, weil ich einfach, ich finde auch dein Gesicht so wunderschön. Du bist so eine schöne Frau. Ich schaue dich einfach. Das kann ich mir zurückgeben. Danke. War nicht abgesprochen. Also dafür hat es sich schon gelohnt. Dein Beruf ist ja, dass du im Grunde sprichst, dass du redest, dass du laut und leise reden kannst, dass du kommunikativ bist. Es ist tatsächlich mein Beruf. Ich setze mich beruflich mit Kommunikation auseinander. Und da bin ich so per Zufall drauf gekommen. Es war ganz lustig. Ich habe Gesang studiert und habe dann irgendwann gedacht, ich glaube, das ist noch nicht so ganz der richtige Weg. Wo kann es denn hingehen? Und habe dann in so einer Findungsphase, habe ich dann damals in so einem Heft, da war so ein Flirt-Teil drin, so mit Kontaktanzeigen, habe ich mit einer Freundin gedacht, guck mal, der hat so toll geschrieben, da hören wir uns jetzt mal die Nachricht an. Und dann haben wir konnte man sich was anhören. Man rief praktisch bei einer Telefonzentrale an und konnte sich dann so einen eingesprochenen Audiodatei von dem anhören, damit man die Stimme hört. Stimme ist ja wichtig. Ja, man sah nicht nur das Foto und den Text, sondern auch die Stimme. Dann haben gedacht, zu dem wollen wir uns die Stimme anhören. Und dann wählte ich die Nummer und dann kam so, schönen guten Tag. Könnten Sie sich vorstellen, so eine Telefonanlage auch zu besprechen? Dann drücken Sie die 1. Ich so, 1! Okay. Und das ist aber praktisch mein erster Sprecherjob. Also ich habe dann dort dann auf einmal teilweise Telefonanlagen besprochen, Werbung gesprochen und dann habe ich Werbung eben auch in einem Radiosender praktisch produziert gesprochen. Habe ich dem Radio, also dort dann gefragt, was macht man eigentlich hier, um Radiomoderatorin zu werden? Und die dann so, nur die Stimme hast du schon mal dafür. Sag ich, super, was noch? Und dann habe ich eben da geübt, kostenlos, ohne Ende, durfte aber die ganzen Studien alles nutzen. Und ja, dann war ich eben Radiomoderatorin. Also das ist eigentlich so per Zufall gekommen. Ja. Und dann habe ich angefangen, es anderen beizubringen, weil ich merkte, dass die meisten gar keine Ahnung haben vom Sprechen. Genau. Von Präsenz, von Atmung, von, ja, also von so ganz vielen, von dieser Basis, die ich praktisch im Gesangsstudium aber gelernt habe. Wollte ich gerade sagen. Dort habe ich es gelernt. Das ist ja das, was du im Grunde gelernt hast. Richtig. Über das Singen und das setzt du jetzt um in der Kommunikation. Richtig. Und vermittelst das den anderen. Genau. Aber auch im Coaching, ne? Das ist auch richtig. Richtig, ich mache auch Einzelcoaching, das liebe ich, ich liebe es. Ich möchte ja Menschen helfen, dass sie sich wohler fühlen in der Kommunikation, darum geht es mir, dafür brenne ich. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Kommunikationsregeln haben. Ich glaube auch, dass Deutschland das liebt, Regeln zu haben. Oh ja. Ja. Und ich glaube, es macht die Kommunikation nicht besser. Ja. Und manche Sätze ergeben einfach keinen Sinn, wenn ich ein Und nehme. Es wird ja gern gesagt, lassen Sie aber weg, für immer und ewig, nehmen Sie ein Und. Weißt du, was mich manchmal, auch gerade wenn ich jetzt solche Clips aufnehme und dann denke ich, meine Güte, ich komme sehr gerne unvorbereitet in ein Gespräch. Warum? Weil dann stotter ich vielleicht mal auch so ein bisschen daher, weiß nicht, was ich sagen soll. Lass das so ein bisschen in Flow gehen, mal gucken, wie die Themen so sind. Und man hat gar nicht so vorgefertigte Sätze, was mir persönlich jetzt einfach lieber ist, weil es einfach natürlicher ist. Und du gibst dadurch dem Gespräch, es könnte auch sein, dass ich jetzt auf einmal über meinen Hund rede und auf einmal reden wir nur noch über Hundeerziehung und vielleicht wäre das ein ganz charmantes Take. Ja. Das würdest du aber nicht machen, wenn du dir schon die Fragen vorher ausgedacht hast. Du bist deswegen, nicht mehr flexibel, du denkst nicht mehr an dein Gegenüber. Unvorbereitet klingt so häufig wie faul. Ich gehe unvorbereitet in meine Trainings und ich bekomme nur wirklich viel Geld. Gehst du auch unvorbereitet? Absolut, unvorbereitet. Ich gehe also da rein. Unvorbereitet? Unvorbereitet. Ich gehe da rein und dann sage ich so, ich bin heute nur für Sie da. Ja, dann habe ich praktisch diese Runde vor mir und sage, sagt mir bitte, was ihr haben möchtet. Oder Sie, ne? Ich sieht's die Leute normalerweise. Was möchten Sie haben? Ich bin heute nur für Sie da. Und nicht für das, was Ihr Chef sich vor 2 Monaten gedacht hat, als er Sie angemeldet hat, sondern heute. Was ist denn das Lieblingsthema? Der, nicht der, deins, der anderen? Der anderen, genau. Der wollte ich gerade sagen. Tatsächlich ist es häufig so von wegen, was mache ich, wenn jemand sagt, du bist doof oder du blöde Kuh? Was ich sehr spannend finde, weil ich nämlich dann gar nicht in die Kommunikation, also in Stimme oder Körpersprache und sowas gehe, sondern einfach sage so, warum regt sie das denn auf? Das ist ja wohl klar, man sagt ja nicht sowas. Also wie kann ich da mal so richtig kontern, dem mal so richtig fertig machen? Gar nicht. Ja. Warum regen sie sich darüber auf? Das ist ja wohl klar. Sag ich, okay, ich kann es nachvollziehen, aber dass sie sich aufregen, aber so sehr? Und dann wollen sie mit den gleichen Waffen zurückschlagen, ernsthaft? Nee. Und dann rede ich eben eher über das Mentale. Also ich habe ja damals ich bin ja Gesangslehrerin, ich habe ja
auch Pädagogik und pädagogische Psychologie studiert. Und ich finde es eben super spannend, dann eben zu gucken, so, was ist das Bewertungssystem? Mhm. Und wieso ziehe ich mir diesen Schuh an? Und was, genau. was für ein Wertesystem wurde bei mir getriggert, dass mich das dann so verletzt? Auf die Palme bringt. Dass ich mir genau. so auf die Palme bringt. Isabel, ich möchte gerne nochmal hier auf dein Hörbuch, auf deine Hörbücher eingehen. Ich rede. Und dann gibt es so, ich rede mit einem Mann, genau. ich rede in der Schule, ich rede Kommunikationsfallen, ich rede spontan, ich rede Hochdeutsch. Wie viel Hörbücher hast du gemacht? Das sind der Ich-Rede-Reihe, die sind in meinem eigenen Buchverlag erschienen. Ich habe gedacht, verdient man mehr dran. Nee, tatsächlich, mich wollte am Anfang keiner verlegen, weil Isabel Garcia kennt ja keine Socke. Du hast einen eigenen Verlag? Ja, dieses hier, dieser kleine süße Boppels hier so. Sesselbooks, ja, dieses kleine Sofa mit der Gitarre drauf. Wie süß. Das ist... mein eigener Verlag und dann habe ich es selber rausgebracht, weil es, ja, toll. Weil es wollte mich keiner rausbringen. Ja. Weil mich ja und du bist kannte. Ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das bestätigt das hier nochmal, ja, selbst ist die Frau, was ich so toll finde. Habe ich selbst gemacht und jetzt mittlerweile, und dann habe ich die Verlage angerufen, weil das absolut mein Bestseller ist, ja. mit fast 100.000 verkauften Exemplaren. Bei einem Sachbuch ist das echt viel. Ich habe in der Ich-Rede-Reihe habe ich 6 Stück rausgebracht. Und dann nochmal, ich kann auch anders, dass das noch ein ganz anderes Thema ist. Und ich habe 5 Bücher mittlerweile rausgebracht, die aber nicht im Eigenverlag. Also denn das ist viel Arbeit. Ein fleißiges Mädchen. Hau und mal. Eine ganze Akademie, eine Online-Akademie habe ich auch rausgebracht. Ja. Läuft auch sehr gut, da habe ich auch viel Spaß dran. Was mich jetzt persönlich tatsächlich interessiert, ist das Thema hier mit den Kindern. Ja. ja. Erzähl mir doch darüber mal was. Bessere mündliche Noten. Ja. Hier, das muss ich, das halte ich euch mal rein. Ja, das ist ein süßes Mädel, oder? Ich fand das Mädel so süß. Ja, die ist süß. Und ein spannendes Thema, was natürlich uns Mütter brennend interessiert. Tatsächlich hat mich ich habe es am Anfang hier nicht in dem eigenen Verlag gehabt, wie man hier so sieht. Das war ein anderer Verlag und der kam auf mich zu und sagte, Isabel, ich bin selbst irgendwie Mutter und es wird mir immer wieder herangetragen. Die Lehrer haben häufig wenig rhetorische Ausbildung. Mhm. Und die können den Kindern nicht diese Souveränität beibringen. Und dann will ich auch nie keinen Lehrer angreifen. Aber ich habe mit vielen Lehrern gearbeitet. Die haben es eben häufig nicht im Studium mit drin. Mhm. Und dann wissen die selber nicht, wie bringe ich jetzt irgendwie dem Kind bei, das war übrigens mein Handy, jetzt, alles gut. Wie bringe ich jetzt dem Kind bei, vorne zu stehen? Ja. Wie bringe ich dem bei, wie frei Sprechen funktioniert? Ja. Und es wäre doch schön, wenn sie schon in der Schule können. Und da werden ja schon teilweise die ersten Traumata, die ersten Glaubenssätze gesetzt. Ich kann das nicht. Ich bin ein Loser. Und da ich, und so geht es eigentlich los, ich fand es so schön, wie du mich vorhin, so als wir uns so unterhalten haben, beschrieben hast, aber ich bin introvertiert und ich bin eher schüchtern. Ja, wie süß. Ja, man glaubt es ja kaum. Ich weiß, aber ich habe so viele Kommunikationsdinger, weil ich das selber nicht konnte. Weil es mich so viel Überwindung gekostet hat, fremde Menschen anzusprechen. Und ich war immer schon, also so wie ich jetzt bin ich auch in meiner Familie gewesen, im kleinen Kreis. Und so wie ich jetzt bin ich auch bei meinen besten Freundinnen. Aber ich traute es mich eben nicht, wenn die Gruppe größer ist. Ja. Oder wenn es mehr Leute waren, da traute ich mich da nicht. Also in der Schule eben auch nicht. Ich habe mich nicht getraut. Aber es geht ja eben ganz vielen Kindern so. Natürlich, die wachsen heran. Dann kommt es aber in der Schule, dann müssen die natürlich Präsentationen machen. Oder Schulsprecher. Oder es sind so viele Herausforderungen. Dann wird man gemobbt. Mobbing kommt hier drin auch vor, so ein bisschen. Ja. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich schlagfertig sein? Also es geht so ein bisschen um Schlagfertigkeit. Wie kann ich ich mache so ein bisschen mental. Ich habe mich ja auch als Hypnotiseurin ausbilden lassen. So ein kleines mentales Ding ist da auch mit drin, sodass ich einfach mehr Spaß an der Schule habe. Wie atme ich? Wie habe ich weniger Lampenfieber? Wie baue ich ein Referat auf? So diese ganzen Sachen, die einfach ein bisschen Sicherheit geben. Denn du kannst dir das natürlich alles beibringen, aber im Endeffekt sollst du dich eben nicht verbiegen, sondern eben gucken, wie bin ich? Und wenn ich eben anders vorne stehe als jemand anders, dann mache ich das. Wenn ich die Arme verschränke, mache ich das. Aber ich kann deswegen ja trotzdem gut reden. So, und da habe ich die Leute hingeführt. Also ich bin praktisch draußen so vor anderen Menschen, jetzt auch wenn ich auf der Bühne stehe, vor ein paar tausend Leuten, wie ich praktisch mit der besten Freundin reden würde. Und dazu animiere ich eben, dass ich sage, guck mal, du kannst doch gut atmen. Du vergisst es bloß, wenn es wichtig ist. Also gucken wir doch mal, was du gut kannst, wenn du entspannt bist. Und dann kannst du es eben auch, also bei den Kindern, die duzt sich dann kannst du es eben auch in diesen schwierigen Gesprächen. Und im Prinzip ist das genau dasselbe Thema, was ich auch bei den Erwachsenen mache.